Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute. Sei mal ruhig. Ich moderiere gerade an. Geht schon los. Um euch einfach mal aus dieser Versenkung von Corona herauszuholen, Damen und Herren. Wir sind also heute im Rosengarten in Bad Tölz, wo also große Ereignisse ihre Schatten weit vorauswerfen. Das mit Wolfgang Ramadan haben Sie ja letzte Woche schon gesehen, wie sich der praktisch ins Zeug legt. Aber jetzt möchte ich auch mit ein paar Künstlern sprechen, die also auch wieder da sind. Jodelwahnsinn, Seniorchef Otto Göttler, dann Chris Böttcher. Dass es Sie halt hier trifft, hätte ich mir nie nicht gedacht. Ehrlich? Na. Danke. Was haben Sie für Verbindungen zu Bad Tölz? Ich habe mit dem Flori Rhein von die Banana Fish bei uns mein 10 Meter G produziert. Das war so ein Wiesenhit ja mal irgendwie. Und das habe ich da gemacht in der Gorsacher Straße. Wie der Gorsacher Straße. Ja, bei ihm im Studio. Und ich bin öfter in Bad Tölz. Okay. Ich bin öfter. Dann der Huber-Bur, ist der Name richtig? Meier. Nicht der Huber, sondern Meier. Ja, das ist kompliziert, weil eigentlich war ich auf der Bühne der Huber. Huber, der Meier und ich, oder? Ja, genau. Wahnsinn. Der zum Beispiel so frustriert gewesen von dieser Corona-Geschichte, dass er, hat mir gerade erzählt, daheim ein Buch geschrieben hat. Ja. Ja, für meine Kinder in der ersten Klasse. Ein Mathematikbuch. Ja, das finde ich schon sehr verwerflich, oder? Natürlich romantisch aufgearbeitet. Okay. Zahlen, die miteinander verwandt sind, und wenn sie sich zusammentun, einen Zehner geben, oder? So ist es. Die 1 und die 9 können schöner nicht sein. Die 2 und die 8 bei Tag und bei Nacht. Gedichte auch noch? Ja, die 3 und die 7. Zwei Herzen, die lieben. Wahnsinn. Die 4 und die 6. Nimm mein Herz und versteck's. Das glauben die alle nicht. Ich habe ein sehr großes deutsches Fernsehen, meine Damen, meine Herren. Herr Göttler, ja. Ich habe als erstes Sie gesehen, weil Sie immer so glänzen. Also herausleuchten. Nein, das hängt einfach damit zusammen, weil Sie so ein bisschen eine Sonne haben. Ja. Kommt vom Radlfahren. Vom Radlfahren. Ja, Sie fahren für Radl, gell? Ja. Wie haben Sie Corona verbracht? Super, echt? Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber wenn man es ehrlich gut gehen lassen. Ja. Ja, ich wohne am Land in einem kleinen Dorf, einem schönen Garten. Und bei uns ist es so, dass Corona ja nicht wirklich wahrgenommen wurde, weil bei uns ist sowieso nie was los, also es hat sich nichts geändert. Habt ihr eine Kirche? Ja, ganz eine schöne. Hätte es vielleicht die heilige Corona reinhängen sollen? Da gibt es halt Bilder von der da. Achso, das weiß ich nicht. Und nichts von der heiligen Corona gehört? Nein. Wer vielleicht kennt die heilige Corona? Die heilige Corona? Die heilige Corona, ja. Kenne ich nicht. Aber wir haben eine wunderschöne Kirche. Wir sind ja nördlich vom Ammersee, auf dem Morennen-Endhügel und das ganze Gebirg. Ammersee, das ist wirklich ein Traum. Der Virus dran vorbei, gell? Also bei uns ist er nicht reingekommen. Ja. Irgendwie hat es ihm nicht geschmeckt, scheinbar. Cool. Ja, weil? Habt ihr einen Sebastian in der Kirche? Der heilige Sebastian ist zum Beispiel der Schutzheilige gegen anfliegende Krankheiten. Das ist der mit diesem komischen Kreuz. Wir haben eine wunderschöne Kirche, aber ich gehe nicht rein. Wer war Ministrant, ist jetzt die nächste Frage. Ich. Du ich auch. Du, ja. War der Oberministrant? Nein. Ich bin sogar angefragt worden für eine Maiandacht. Na ja. Ja, weil die gesagt haben, Mensch, du musst da wieder mal auf die Bühne und schaust da schon ganz schlecht aus, machst nicht bei uns in der Maiandacht mal einen Abend mal. Spielst ein paar Marienlieder. Wie hast du das gemacht? Ich hab's nicht gemacht. Warum? Das hat tiefere Hintergründe. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt da sagen können. Okay. Können wir eigentlich schon. Können wir schon, klar. Ich hab 2017 mit meiner Frau ein Kind verloren, leider. Und seitdem gehe ich mich nicht mehr so leicht in der Kirche rein, weil... Da kann doch Kirche nichts dafür. Jein. Jein. Man zweifelt ja dann an der Schöpfung und am Ganzen. Ja. Und, das wirft mich einmal wieder zurück in diese Zeit. Das war nicht leicht ein ganzes Jahr lang. Kann man vorstellen. Ja, und jetzt kann ich aber drüber reden, sogar bei dir. Und das ist auch gut. Ja, das ist sehr gut, wenn man drüber reden kann. Ja. 17 ist mir eine Frau gestanden. Ja. Und da habe ich was gemacht, was ich nie für Möglichkeiten hätte. Meine Frau war so eine Indienfahrerin. Die ist also 5 Mal in Indien gewesen. Ich hasse Indien.
aus dem tiefsten Grund meines Herzens. Dann habe ich es tatsächlich verbrennen lassen und habe die Asche in den Ganges gestreut. Ja, Wahnsinn. Musst du dir mal vorstellen. Welche Geschichte. Ja. Ich bin echt nach, du hast das gleich mal nach Benares gefahren und habe das dann extraht. Und es war eine Aufgabe und die hat gut getan. Gehört auch dazu. Ja, gehört auch dazu. Da, jetzt haben wir die lustigen dazu. Themen durch. Kann man sagen. Ja, da sind wir zu neu gerutscht. Was ich gemacht habe, okay. In der Corona-Zeit habe ich mein Auto geputzt. Nein, ja, zum ersten Mal im Leben, oder? Wieder deckert. Weil ich habe einen Hund und das ist voll hoher. Also da sitzt auf Wolle, sitzt du da. Und, aber das habe ich auch nur einmal gemacht. Ich putze mein Auto immer nur, wenn ich in so einen TÜV muss. Weil das haben TÜV halt ganz dick, wenn ich dann ins Auto reinschauen und anschließen. Jetzt trifft es mich wieder schwer. Wieso denn? Weil ich muss halt mein Auto abmelden, weil es nicht mehr durch den TÜV kommt. Oh. Was ist denn für ein Auto? Ein Opel. Was für einer? Ein Astra. Ja. Der kommt nicht mehr durch den TÜV? Caravan, nein. Der Baujahr 2008 kommt nicht mehr durch den TÜV. Wie hast du das gemacht? Der schaut oben aus super. Und okay. Aber unten ist also so was vom Verrost durchgerast. Weil wir noch nie dabei gemacht haben, weil es da so geschwitzt hat. Ja. Ich glaube eher, dass ich beleidigt war, weil du mit dem Radl fährst. Die Bauern schlafen. Wir müssen alle Radl fahren. Wir stehen mit dem Radl unterwegs. Ja, aber das ist doch super. Also, finde ich auch. Ich habe zum Beispiel voriges Jahr einen super Urlaub gemacht mit dem Radl. Ich fahre immer mit dem Radl in Urlaub. Gell. Ich bin auch mit meinen Buben mal durchs Altmühltal gefahren, auch 4 Tage und so. Und das möchte ich dieses Jahr vielleicht auch nochmal machen. Ja, von Gasthof zu Gasthof und so, das ist einfach echt schön. Also ich habe einen Rasenmäher-Bulldog und da habe ich für meine Kinder so ein altes Wagel umgebaut. Ich weiß nicht, ob du kennst, das waren so Handwagel früher. Das habe ich quasi da ohne gekannt und da sitze ich jetzt über die 4 Kinder rein, wenn einer langweilig ist. Aufsitzrasen mit einem Vater voraus und hinten. Ich fahre voraus und hinten in der Weide sind Kinder, da habe ich mal eine halbe Stunde Ruhe und die Kinder hinten fahren durch die Landschaft. Das sind alles so Corona-Beschäftigungen, die man sich dann zurechtlegt. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Jetzt wird man vielleicht mal drüber reden, ob man so Corona einfach so hinter sich lassen kann. Oder ob das dann auch, jetzt wird hier zum Beispiel da beim Programm im Rosenpark Brotzeit und Spiele, ob das dann schon automatisch einen gewissen Einfluss nimmt. Also für mich jetzt nicht, weil. Nein, war nichts los. Wir werden da kommen und werden da spielen. Das, was wir alle spielen. Also. Und wir werden Spaß haben. Also, ich habe jetzt das Gute, ich habe jetzt eine Mannschaft benannt, mit denen habe ich einfach Spaß. Und für mich ist es ja nicht mehr so wichtig. Ich bin ja praktisch in einem Alter, wo es sagen kannst, was spielt er denn noch? Jenseits von Gut und Böse, oder? Ja, was spielt er denn noch? Und ich habe einfach Spaß. Und das ist das Gute. Aber du spielst auf dem Tollwut. Ja, mit Tollwut für 1000 Leute. Also insofern hat es da schon einen gewissen Einfluss wiederum. Da spielen wir aber mit den Diatonics. Grundlage. Mit die das ist wieder was anderes. Da spielen wir Harte. Harte. Kennst du? Ja, klar. Und jetzt habe ich noch einen neuen Mann in meiner Band, einen Landi Landinger, den kennst du doch. Landi Landinger? Ja. Nein, jetzt. Und der spielt eine dermaßen harte E-Gitarre und das gefällt mir so gut. Das ist Essenball, ist quasi mein Nachbar. Also geil. Der Landi? Ja. Also wohnen tut er nicht mehr in Essenbach, aber ja, ist da geboren bei uns. Essenbach? Ja, bei Landshut. Ja, da bin ich her. Echt, da bist du her? Im Schatten vom richtig. Von dieser Säule da. Richtig. Da wo es die weißen Spatzen gibt. Immer wenn ich von der Weiden diesen Rauch sehe, dann weiß ich, jetzt bin ich gleich daheim endlich. Du musst sagen, genau im Süden von Essenbach ist dieser scheiß Schlutt da. Ja. Ah, da kann ich noch eine Story erzählen. Der Hansi wohnt auch da. Ja, Gent wohnt auch da. Die Bauer, Hansi. Mhm. Ja. 10 Jahre lang mit dem Reitzett unterwegs gehen. Da haben wir auch sehr viel Niederbayern im Bayerischen Wald gespielt. Und wenn wir nachgefahren sind, haben wir natürlich beim Mäckli eingekehrt. Zwert. Und wer kommt dann in der Nacht um 1, 2 daher? Ein Sicherheitsdienst aus der Eskra-Halle mit so einem Beich und vorne Security drauf gestanden und unten ist der Baum rausgehängt. Und das war immer das Hexte.
da sind wir da hingefahren, weil das immer ein Schauspiel war. Weißt, da war immer, das war. Da war ein Leben, oder? Theater. Das war Theater. Da haben sie noch nicht Umbau gehabt, das war noch das alte Zeil. Also haben wir einen Spaß gehabt. Da hat sich schon was dort in Niederbayern, gell? Ja, Niederbayern ist schon ein ganz spezieller Boden, aber ja. Es gibt da Leute, die trauen sich da erst gar nicht hin. Du bist nur nach Niederbayern gekommen, bist du da geboren? Ich bin oder? Da geboren, ja. Aber was tust du jetzt in den Niederbayern? Ja, erst kürzlich, da habe ich Hansi besucht, der wohnt bei unterm Schlot. Der wohnt da direkt, dann hat da einen Hof. Und den muss er jetzt, weil die einen Autobahnzubringer bauen wollen, muss der den blöden Hof entweder verkaufen für wenig Geld. Die B15 oder er bleibt dort. Ja, dieser Zubringer, weißt du, Landshut Nord ist das, glaube ich. Direkt, das führt 10 Meter an seinem Hof vorbei. Und der muss das Ding jetzt verkaufen. Und jetzt sagt er, jetzt bleibt er dort, jetzt scheißt er. Das wird aber laut, glaube ich mal. Gell? Aber da kannst du nichts machen, wenn das sind höhere Gewalten. Aber, genau. Ja, da brauchst du einen guten Steuerberater. Wie der Dreck da gehört hat, dass diese Autobahn durchs Isental gebaut worden soll, da hat der Steuerberater sich den Akt kommen lassen, hat den Akt in den Reiswolf geschmissen, das waren lauter Originale. Und dann haben die nochmal von vorne angefangen müssen. Das hat gedauert. Das hat total gedauert, bis jetzt. Du bist so spät da. Da schon hier. Ja, aber das war halt wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ja, dein Steuerberater und drum, Suchberater. Und darum werden die jetzt diese Akten nicht mehr verschickt, sondern die muss dann bei der Regierung einsehen. Okay. Das war praktisch der Auslöser. Aha. Das ist Wahnsinn, oder? Ihre Geschichte. Und als dann der Steuerberater gefragt wurde, was er mit dem Akt gemacht hat, dann hat er gesagt, weil es per Einschreiben gekommen ist. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat das Backerl gerührt, ja, aber da war nichts drin. Sehr gut. Das hat funktioniert. Ja. Also dann muss der praktisch seinen Hof umsiedeln. Sowas kann natürlich auch eine Chance sein. Ne? Ja. In der heutigen Zeit, wenn du also Landwirtschaft machst, da musst du oft ganz schön große Wendungen machen, damit du dann irgendwie wieder auf Fürst kommst. Ne? Corona aber kann da eine Chance sein. Corona ist eine Riesenchance zur Veränderung. Ja. Ja. Dass du mal ein bisschen runterkommst. Wir haben gerade übertritt. Wir wollen vielleicht gar nicht mehr so viel spielen wie vorher. Ach komm, ja auf, echt? Ja. Du lebst dann vom Bier, schreiben, oder was? Mhm. Mhm. Vom Bier. Vom Bier. Wein, Weib und Gesang. Nein, also weil es ist so, man zahlt ja mehr Steuern, wenn man, haben wir gerade gesagt, ja. Wenn man viel verdient und wenn man weniger verdient, zahlt man weniger Steuern. Oder man mehr Zeit. Also Zeit ist Geld. Der Staat braucht jetzt ein Geld. Der braucht ein Geld. Aber du kümmerst dich darum. Der muss die ganzen Masken zahlen und die ganzen. Damen und Herren, das waren so kleine Eindrücke aus dem Rosenpark in Bad Tölz. Also Brotzeit und Spiele spielt hier auf ab 30. Juli, also schon bald, mit Helmut Schleich und dann lauter bekannte Namen. Sehen Sie, hier sitzen viele davon mit mir am Tisch und dann gibt es auch Frauen, die spielen Luise Kinsey. Ja, man muss das immer sagen, weil ich habe immer so ein Problem, wenn ich komme, dann sind meistens keine Frauen da. Du hast eure Frauen auch immer daheim, oder? Also ich bin gleich immer wieder gegangen, wenn keine Frauen da waren. Auch so Partys früher, es hat nur Stress gegeben. Und es geht dann bis zum 5. September. Großes, schönes Zelt, hell, licht. Und vielleicht für Sie ein Anlass, mal wieder nach Bad Tölz zu fahren. Ich bedanke mich bei den Herren, wünsche Ihnen einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.